Iran. Land voller Felsen und Wüsten und Heimat vieler Tierarten. Eine davon gleicht einem Phantom. Asiatische Geparde sind so scheu, dass man sie fast nie sieht. Früher fand man die Großkatzen vom Orient bis nach Indien. Heute gibt es nur noch wenige und nur im Iran. Der Gepard droht bei uns auszusterben. Dieser Kater ist der einzige seiner Art in einem Gehege weltweit. Der achtjährige Kuschki, als Kätzchen aus der Hand von Wilderern befreit. Höchstens 100 asiatische Geparde sollen noch in freier Wildbahn leben. Damit dem wertvollen Tier keiner auf den Pelz rückt, steht Kuschki unter ständiger Bewachung durch Irans Umweltbehörde. Abgeschirmt von Besuchern lebt der Gepard in Teheran. Nur Tierärzte und Biologen dürfen zu ihm. Go ahead inside. Thank you. Mohammed Fahadinja erforscht das Verhalten der Wildkatzen. Zu Kuschkis Sicherheit trägt er einen Schutzanzug, um keine Krankheiten einzuschleppen. Von Geparden ist der 35-Jährige seit seiner Jugend fasziniert. Sie sind schöne und elegante Tiere, hervorragend an die karge Landschaft angepasst. Ihnen einmal in freier Wildbahn begegnet zu sein, ist die Erfüllung eines großen Traums. Aber sie sind so scheu, das wäre schon ganz großes Glück. Über Kuschki wird im Iran viel berichtet. Er ist zum Symbol für den Schutz aller Geparde geworden. Kuschki mahnt uns, was wir hier im Iran schon alles verloren haben. Den persischen Löwen und den kaspischen Tiger. Wir dürfen nicht zulassen, dass die dritte Katzenart auch noch ausstirbt. Kuschkis Schicksal hat Umweltbehörden und Forscher angespornt, sich um die letzten Geparde zu kümmern. Mohammed gehört zu einer Initiative junger Wissenschaftler, die die Wildkatzen retten will. Aufnahmen versteckter Fotofallen haben ihnen geholfen, dem Phantom auf die Spur zu kommen. Die Flecken auf dem Fell der Katzen fungieren wie Fingerabdrücke. Jedes Tier lässt sich damit identifizieren. 22 Geparde kennen sie bereits. Bevor wir Fotofallen einsetzten, gab es nur Vermutungen über ihre Existenz. Die Geparde waren wie Geister. Die Fotos zeigen erstmals verschiedene Einzeltiere und Familien. Und sie liefern Hinweise, in welchen Gebieten noch Geparde vorkommen. Mit Kamerafallen, die auch Filmaufnahmen machen, starten die Forscher eine neue Expedition. Sie erhoffen sich dadurch mehr Einblick in das Verhalten der Tiere und genauere Hinweise über ihre Anzahl. Teheran, Miandasht, Daranjir und Bafk.
Es ist Winter. Und Mohammeds Reise führt ihn in die alte Heimat von Kuschki, 600 Kilometer östlich von Teheran. Der Iran ist fünfmal so groß wie Deutschland und hat mehr als 200 Schutzgebiete für Tiere. Vier Fünftel des Landes bestehen aus Wüsten und Felsen. Erste Station. Das Miandasht-Naturreservat, vermutlich ein wichtiges Gepardengebiet. Mohammed Fahadinja und sein Kollege Navid Go finden Fußabdrücke von Gazellen und Wölfen. Dann eine Kratzspur. Sie könnte von einem Gepard stammen. Gemeinsam mit staatlichen Wildhütern bauen sie ein Versteck für die erste Kamerafalle. Nach Kuschki sollen hier nie mehr Tiere gewildert werden. Daher sind einige der Ranger zu Gepardenwächtern ausgebildet worden. Sie kennen sich mit den Gewohnheiten der Tiere gut aus. In der Wüste könnten wir Tausende der Fallen aufstellen. Aber am Ende hätten wir trotzdem keine Gepardenbilder, weil sie überall und nirgends sind. Also müssen wir Plätze finden, wo die Tiere häufig vorbeikommen. Eine Wasserstelle wie diese ist gut geeignet. Aber die Kamera muss auch in die richtige Position gebracht werden. Das Gerät zeichnet nur auf, wenn sich vor der Linse etwas bewegt. Auch nachts. Dann filmt die Kamera mit Infrarotlicht. Die Bilder sind daher schwarz-weiß. Eine junge Kropfgazelle. Ein Afghanenfuchs und ein kleines Wolfsrudel. Doch kein Gepard. Die Ranger dagegen hatten mehr Erfolg. Da sie jeden Tag auf Patrouille sind, gelingen ihnen Schnappschüsse mit ihren Handys. Einer von ihnen hat einen Gepard von seinem Moped aus aufgeschreckt. Eine weitere Aufnahme zeigt Kuschki und seine Begegnung mit einem freilebenden Gepard. Bis vor einem Jahr lebte Kuschki hier in der Region in einem eigenen Reservat. Damals hoffte man noch, mit Kuschki hier eine Zucht zu begründen. Asiatische Geparde unterscheiden sich in ihrem Erbgut stark von ihren afrikanischen Verwandten. Sie sind kleiner und entwickeln dichteres Winterfell, denn in den Bergregionen wird es kälter als in Afrikas Savanne. Wildhüter trainierten Kuschki auf gefangene Hasen. Größere Beute zu töten, das hatte er von seiner Mutter nicht mehr lernen können. Vermutlich wäre Kuschki verhungert, hätte man ihn in die Wildnis entlassen. Jahre blieb Kuschki allein in seinem Wüstenreservat.
Den Rangern gelang es nicht, ein Weibchen für ihn zu finden. Schließlich kam er ins Gehege nach Teheran. In seiner Heimat, dem Mian Dasht Naturreservat, dürfen Hirten ihre Schafherden weiden lassen. Um die Tiere vor Wölfen zu schützen, begleiten kräftige und wilde Hunde den Trupp der Grasfresser. Hunde jagen alles, was sich bewegt. Und das kann auch ein junger Gepard sein, der sich im Busch versteckt. Das ist ein großes Problem, denn es gibt zu wenig Nachwuchs der Katzen im Land. Die Schäfer sollen mehr auf ihre Hunde aufpassen. Als Anreiz bekommen sie kleine Geschenke. Durch das Wildschutzgebiet ziehen auch Dromedare, die von ihren Besitzern wegen ihres Fleisches und der Milch gehalten werden. Konkurriert die große Zahl von Haustieren in der Wüste mit den dort lebenden Wildtieren um Futter und Wasser? Mohammed Fahadinja erhofft sich Antworten darauf durch die Aufnahmen der Kamerafallen. Ein Filmclip interessiert ihn besonders. Ein Dromedar an der Wasserstelle. Aber es ist nicht allein. Auch Geparde wollen trinken. Werden sie angreifen? Nein, das Dromedar setzt sich durch. Und das kann Folgen haben. Kamele trinken große Mengen Wasser. Wenn Wasserlöcher austrocknen, ist das schlecht für die Geparde. Dann müssen sie mit ihren Jungen weit laufen. Dabei können sie Wölfen und anderen Gefahren begegnen. Und zudem ist ja nicht garantiert, dass sie eine andere Wasserquelle für ihre Jungen finden. Das Problem muss gelöst werden. Ein Draht könnte die Trampeltiere abhalten, an das Wasserbecken zu kommen. Die Dromedare werden deswegen nicht verdursten. Sie suchen sich dann natürliche Wasserquellen. An den künstlichen Wasserlöchern aber wird ihnen der Weg versperrt. Die hochbeinigen Tiere können den Stacheldraht weder unterlaufen noch darüber hinwegsteigen. Und die vollen Wassertanks bleiben allen anderen Wüstentieren vorbehalten. Die Kamele haben das verstanden. Im Teheraner Gehege gibt es Neuigkeiten. Kuschki bemerkt eine Veränderung. Der Kater hat den richtigen Riecher. Delba ist da. Ein Weibchen, 5 Jahre alt. Thank you.
Auch sie wurde aus den Händen von Wilderern befreit. Vorsichtig sollen sich beide aneinander gewöhnen. Geparde spielen in der Tradition des Landes eine wichtige Rolle. Schon vor Jahrtausenden wurden sie verehrt. Ihre Schönheit und Eleganz spiegelt sich in der alten Handwerkskunst wider. Junge Geparde wurden in ganz Asien gefangen und gezähmt. Die Mächtigen nutzten sie zur Jagd auf Wildtiere. Aber das ist lange her. Aus den Augen, aus dem Herzen, sagt ein persisches Sprichwort. Heute holen Denkmäler das Phantom ins Gedächtnis der Leute zurück. Und landesweit wird jedes Jahr ein Tag des Geparts gefeiert. In den Schulen erfahren die Kinder mehr über die Tiere in ihrer Nachbarschaft und beteiligen sich an Bastelwettbewerben. Bislang kannten viele die Raubkatzen nur vom Hörensagen, obwohl sie mitten in traditionellen Gepardengebieten leben. Auch die Eltern und Geschwister erhalten Nachhilfe im Fach Naturschutz. Mohammed erzählt ihnen von den Problemen der Geparde und bittet die Leute, die Raubkatzen nicht zu bejagen. Nicht weit vom Dorf, draußen in der Wüste, registrieren die Kameras währenddessen jede Bewegung am Wasserloch. Wieder eine Kropfgazelle. Und Wölfe. Aber endlich ein Gepard. Es kann Monate dauern, bis ihn die Kamera erneut einfängt. Denn die Tiere durchstreifen ein Revier von Hunderten von Quadratkilometern. Dabei müssen sie auch stark befahrene Straßen kreuzen. Mohammed und Navid machen sich ein eigenes Bild von der Situation. Straßen sind ein zunehmendes Problem für die Geparde. Sie schneiden die Lebensräume der Tiere in kleine Stücke. Bis jetzt wissen wir von 15 getöteten Katzen, vielleicht auch mehr. Weiter südlich, im mittleren Iran, sollen sich weitere Gepardengebiete befinden. Auch Dare Angir und Bafk sind bewachte Naturreservate. In freier Wildbahn hat Mohammed in 15 Jahren nur 5-mal einen Gepard gesehen. Hier fallen ihm die stattlichen Wildziegen auf. Sie gehören zur Lieblingsspeise der Geparde.
Von den steilen Felsen kommen Wildschafe und Wildziegen nur herunter, um zu fressen. Erst im Tal hätten Geparde eine Chance, sie zu erbeuten. Und die Ranger kennen eine Stelle, wo die Raubkatzen sich gewöhnlich anpirschen. An einem Wildwechsel auf dem Bergpass besprechen sie mit Mohammed die beste Position für die Kameras. Die Filmfallen müssen gut versteckt werden, denn die Tiere reagieren sensibel auf Geräusche und Gerüche. Er bleibt unbeeindruckt und markiert sein Revier. Und er ist nicht allein. Irans Geparde sind nachts und tags unterwegs und lassen sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Doch die Idylle trügt. Immer wieder treiben Wilderer ihr Unwesen. Die Ranger sind alarmiert. Wilderer festgenommen, Auftrag erledigt. Die Chefranger haben unbemerkt alles beobachtet und sind zufrieden. Aufatmen. Es war nur ein Test, um gefährliche Einsätze zu trainieren. Im Kampf um die Wildtiere sind landesweit in den letzten 30 Jahren bereits 113 Ranger gestorben. Dreimal so viel Wilderer wurden dabei getötet, sagt die iranische Umweltbehörde. Dank der Wildhüter gibt es noch eine Vielfalt gefährdeter Arten. Zum Beispiel diesen Fuchs und eine Wildkatze, ebenso eine Rarität wie Geparde. Und da sind sie wieder. Die beiden Geparde, die die Forscher als die zwei Brüder bezeichnen. Sie bleiben zusammen, weil sie gemeinsam besser Beute jagen können. Doch weit und breit keine Spur von Gepardenweibchen. Die hofft Mohammeds Crew hier zu finden, einige Kilometer entfernt. Überwacht wird ein markanter Baum im trockenen Flussbett. Er dient vielen Vierbeinern als Poststation. Hier hinterlassen sie Nachrichten mit besonderen Duftnoten. Ja, it's here. Like the best. Parfums.
Nicht nur frische Geruchsspuren, auch andere Hinterlassenschaften verraten, wer zu Besuch war. Hallo. Die Männer sind sich sicher. Hier hat noch vor kurzem ein Gepard vorbeigeschaut. Das lässt sie hoffen, bekannte Weibchen wiederzusehen. Doch die Auswertung der Kamerabilder ist ernüchternd. Hier waren nur alte Bekannte, die zwei Brüder. Wer hat ihre Nachrichten gelesen? Nur dieser kleine Nachbar. Fehlen die Weibchen auf den Bildern wirklich nur, weil sie scheuer sind? Im letzten Jahrzehnt wurden hier viele Weibchen mit Jungen gesehen. Das war also ein Aufzuchtgebiet für Geparde. Aber jetzt wundern wir uns, wo sind die Weibchen? Gibt es noch welche oder sind sie abgewandert? Das ist die größte Herausforderung für den dauerhaften Schutz der Katzen. Wo sind die Weibchen? Das muss sich Kuschki in Teheran nicht länger fragen. Ein Tierarzt kontrolliert, ob die Nachbarin in Paarungslaune ist. Die Tiere sollen sich auf natürliche Art vermehren. Künstliche Befruchtung steht nicht zur Diskussion. Das Weibchen hinterlässt eindeutige Geruchsbotschaften. Es ist Zeit, Delba und Kuschki zusammenzulassen, meint Dr. Iman Memarian. Delba ist ein freundliches Mädchen, aber etwas schüchtern. Sie mag nicht gestört werden, auch nicht von Menschen. Kuschki dagegen ist ein tapferer Kerl. Er hat keine Angst vor Menschen. Und er will immer zeigen, was für ein toller Typ er ist. I'm a powerful person. Damit die scheue Delba zu Kuschki ins Gehege wechselt, hilft der Tierarzt sanft nach. Zum falschen Zeitpunkt würden sich die beiden Einzelgänger die Augen auskratzen. Was wird hier passieren? Keine Anzeichen von Aggression. Vorsichtshalber stehen die Tiere unter intensiver Beobachtung. Sie scheinen sich zu vertragen. Es kann einige Tage dauern, bis sie sich weiter annähern. Wohin wird das Rendezvous führen? Tausend Kilometer südlich, immer noch im Schutzgebiet von Dara Angier, folgt Mohammed Fahadinja einer neuen Spur. Die Ranger glauben nicht, dass das von einem Gepard stammt. Diese Abdrücke hat ein Leopard hinterlassen. Das kräftige Tier könnte den hier lebenden Geparden gefährlich werden. Niemand weiß es genau. Nur aus Afrika ist bekannt, dass Leoparden und Löwen Gepardenkinder töten und Geparde von ihrer Beute verjagen. Ob das auch hier so ist, wissen wir noch nicht. Leoparden gehen nachts auf die Pirsch. Und die Crew kennt einen Trick, um sie zu Gesicht zu bekommen. Sie bereitet einen lichtstarken Scheinwerfer vor. Geblendete Katzenaugen reflektieren das Licht.
aber erst, wenn es stockfinster ist. Die Nächte im iranischen Winter können eiskalt und sehr lang werden. Stunden dauert die Suche. Auch Leoparden sind sehr vorsichtig. Dann plötzlich ein Stopp. War da was? Tatsächlich. Aus der Ferne funkeln zwei grüne Augen. Ein Leopard. Haben ihn auch die Kamerafallen erwischt? Zunächst wieder nur die zwei Brüder. Aber dann, im gleichen Lebensraum tatsächlich, ein Leopard. Die Raubkatze sendet unmissverständlich ihre Botschaft. Hier bin ich. Das ist mein Revier. Es hat sich herumgesprochen, dass es Wildtiere zu sehen gibt. Und das lockt Touristen. Vor allem junge Leute aus Teheran suchen zunehmend Abenteuer in der Natur. Selbst Schaf- und Ziegenherden werden da zur Attraktion. Ökotourismus im Iran ist neu. Die Begeisterung für die Natur könnte zum besseren Schutz aller Tiere führen und damit auch den Geparden helfen, so die Hoffnung. Erfahrene Ranger führen die Gruppe. Doch Raubkatzen bekommen sie nicht zu sehen. Das kleinste Geräusch und die Huftiere machen sich aus dem Staub. Denn in ihrem Gebiet lebt ein Jäger. Dieser persische Leopard ist einer der geschätzt 800 letzten Exemplare im Iran. Ihres Fells wegen werden sie illegal bejagt, aber auch, weil sie immer wieder Haustiere reißen. Trotz aller Schutzmaßnahmen haben es alle großen Katzen schwer, hier zu überleben. Mohammed erhält die Nachricht von einem toten Gepard in Miandasht. Ein Kater. Kein Weibchen zum Glück. Vermutlich wurde das Tier von Schafhirten erschlagen. Äußerlich sind keine Wunden auf dem Handyfoto erkennbar, doch das Rückgrat ist gebrochen. Schrecklich, dieser Verlust. Denn hier zählt jeder einzelne Gepard. Thank you.
Mohammed Fahadinyas Crew fährt zurück nach Miandasht im Nordosten Irans, um die Kamerafallen auszuwerten. An der Wasserstelle, wo der Zaun gegen Dromedare errichtet wurde, haben sich viele Tiere eingefunden. Eine Streifenhyäne. Gefährlich für junge Geparde. Auch skurrile Begegnungen hat die Kamera aufgezeichnet. Ein Adler streitet mit einem Gazellenbock. Dromedare sind nicht mehr gekommen, dank des Zauns. Aber was ist mit den Geparden? Da ist schon mal einer. Und nicht nur das. Ein einjähriges Jungtier folgt seiner Mutter. Der Vergleich mit den Fotokarten zeigt, es ist die sogenannte Supermama. Sie wurde seit 3 Jahren nicht mehr gesehen. Wir haben sie wiedergefunden. Vielleicht war sie immer hier, nur nicht auf unseren Bildern. Wie auch immer, sie lebt und hat ein Junges, das etwa 1 Jahr alt ist. Sie ist eine echte Supermama. Sie hat bereits 4 Junge großgezogen und es können noch mehr werden. Sie ist die Hoffnung für die Geparde hier in Miandasht. Anders als in Afrika führen die Weibchen im Iran höchstens 3 Junge. Nahrungsangebot und Wassermangel begrenzen die Zahl. Immerhin, in Miandasht sind mittlerweile 2 Muttertiere mit Jungen bekannt. Der kleine Bestand aber bleibt in Gefahr, denn aus dieser Region kam die Meldung vom erschlagenen Gepard. Mohammeds Crew will mit den Schafhirten reden. Damit keine Geparde mehr aus Vorurteil getötet werden, hilft nur Aufklärung. Die Hirten können nicht glauben, dass die scheuen Großkatzen in ihrem Weidegebiet leben. Irans Geparde sind sogar Schnee gewohnt, anders als ihre Vettern in Afrika. Und Mohammed erzählt von den 2 Brüdern, die seit Jahren ein Weibchen suchen. Keiner der 6 Hirten habe je einen Gepard gesehen, schon gar nicht ihnen geschadet, versichern die Männer. Und bitten dafür die Forscher um kleine Geschenke. Einige Dorfbewohner im Gepardengebiet wurden zu staatlichen Wildhütern ausgebildet. Ihre Familien leben nun vom Naturschutz. Die Geparde werden dadurch besser geschützt und bleiben in ihrer Nachbarschaft. Wir sehen, dass die Geparde territoriales Verhalten zeigen. Das bedeutet, dass sie Artgenossen in ihrem Revier erwarten. Das ist gut. Denn vielleicht gibt es noch mehr Geparde, als wir dokumentieren konnten. Der Bestand könnte also höher sein. Aber das ist nur eine Vermutung. Wir brauchen dafür mehr Beweise.
Vorsichtig schätzen die Wissenschaftler, dass nicht 100, sondern nur noch 40 bis 70 Geparde im Iran leben. Doch die niedrige Zahl scheint nicht weiter abzunehmen. Die Crew kehrt zurück nach Teheran, wo alle Schutzmaßnahmen im Umweltministerium koordiniert werden. Dort startet auch eine Kampagne für die Geparde. Nicht nur auf den Trikots des Fußballnationalteams wird für die Tiere geworben. $3 Millionen haben UN und Irans Regierung bereits in Forschung und Schutz der Wildkatzen investiert. Fluggesellschaften machen mit und die Post druckt Briefmarken. Der asiatische Gepard soll nicht länger ein vergessenes Phantom bleiben. Auch Kater Kuschki gibt sich Mühe. Er hat zarte Bande zur Gepardendame geknüpft. Delba bedeutet persisch ja auch die Geliebte. In der Überwachungszentrale wird die Begegnung dokumentiert. Einmal bereits war Delba schon trächtig, verlor aber ihren Nachwuchs. Das sei bei jungen Wildkatzen nichts Ungewöhnliches, meint der Tierarzt. Vielleicht klappt es ja im nächsten Anlauf. Die Zeichen stehen gut. Sie scheinen sich zu mögen. Und Kuschki hat Zeit. Ist im besten Gepardenalter. Er kann Vater von vielen Gepardenkindern werden. Und das macht große Hoffnung, Katzen auszuwildern und ihre alten Lebensräume mit ihnen wieder neu zu besiedeln. Kuschki hat den Phantomen ein Gesicht gegeben. Vielleicht gerade noch rechtzeitig, um seine Artgenossen in der Wildnis zu retten.